Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie ganz herzlich hier an der Passionskirche heute zu unserem Bürgerhearing anlässlich der Besagung auf dem Grundstück Feld. Ich tue das im Namen der Veranstalter. Das ist die Kolonie Tempelhofer Berg der Bahnlandwirtschaft, die Kolonie Neuköllner Berg der Bahnlandwirtschaft, die Bürgerinitiative Alter Tempelhof. Wir haben die Unterstützung des Niederrates Schamissowplatz. Mein Name ist Wolf Peinert. Ich bin Kleingärtner der Kolonie Tempelhof und als Anwohner, als Berliner und auch als Bundesbürger betroffen von den Plänen und darf Ihnen und euch hier eine kurze Einleitung liefern und den Rahmen unserer Veranstaltung abstecken. An erster Stelle möchte ich mich bedanken. Mit herzlichen Dank an die Passionskirche, insbesondere auch für die Techniker, die uns hier sehr freundlich unterstützt haben. Die Passionskirche, ja, das ist in der Tat ein großer Applaus. Ich finde, dass die Kirche ein ganz schöner Ort ist und auch ein angemessener Ort für diese Veranstaltung. Bei der Danksagung darf ich bereits zu einem Thema der Veranstaltung kommen. Es geht nämlich um die Symmetrie- oder auch Asymmetrieverhältnisse bei der Bürgerbeteiligung und in der Stadtplanung. Asymmetrie ist das Prinzip. Wir finden es wichtig, dass wir uns von Bürgerseite aktiv an der frühzeitigen Bürgerbeteiligung einsetzen und das muss ich jetzt hier auch sagen, wir finanzieren diese Veranstaltung aus eigener Tasche. Wir haben keine Spendenmehrung von BMW erhalten, haben auch keine Erwähnung. Wir verfügen nicht über die Mittel des Senats, um solche Veranstaltungen durchzuführen. Und in diesem Zusammenhang sind wir auch auf Ihre und euer großzügiges Wohlwollen angewiesen. Und ich bitte hier doch herzlich darum, dass die Spendendose und die Apfelpflücker, die als Spendenkollekte hier dienen, in wohlwollender Weise beachtet werden. Mein Dank geht auch an die Projekt GmbH, der Projekt GmbH, die uns die Informationsmaterialien, die hier aushängen, die Poster zur Verfügung gestellt haben. Die Poster sind ein Teil der Ausstellung, die im Flughafengebäude zur Planung zu besichtigen ist und sie war auch in der Veranstaltung vor 2 Tagen ausgestellt. Symmetrie ist einer der Hintergründe unserer Veranstaltung. Kann ich die nächste Folie vielleicht mal bekommen? Anlass und Hintergrund unserer Veranstaltung ist klar. Aktuelle Bebauungspläne. Der Hintergrund sind Veränderungen, aber im Gemeinwesen, die wir sehen. Und diese sind in der Tat breit gefächert. Asymmetrie habe ich als Stichwort genannt. Sie bezieht sich auf die Bedingungen der Bürgerbeteiligung, der Ressourcenverteidigung bei der Beteiligung und damit die Durchsetzbarkeit von Interessen. Weitere Punkte sind hier auf der Folie aufgeführt. Die Frage ist, warum steigen die Mieten und warum soll die Tempelhofer, das Tempelhofer Feld nach der Befreiung in Anführungsstrichen am 3.8.2010 jetzt gebaut werden? Warum verwandeln sich in Berlin urbane Grundflächen über Nacht in teure Baugrundstücke? Warum wird in Berlin als der Metropole der 100 Dörfer jetzt von Drinnenstadt und Außenstadt gesprochen? Warum werden die Bürgerinnen und Bürger nicht angemessen zur Zukunft der Stadt befragt? Und warum gilt städtisches Planen trotzdem als mit den Bürgern abgesprochen? Das sehen wir nämlich in der Tat nicht so. In diesem Zusammenhang zu erwähnen, warum können einige Bürger, einige Bau- und Wohnungsämter für uns Bürger keine öffentlichen Sprechstunden und Beratungen mehr abhalten? Und als ein weiterer Punkt, warum soll das Wissen mehr auf einmal keine Bedeutung für das Innenstadtklima mehr haben? Wir haben noch übergeordnete Ebenen von Veränderungen und Hintergründen für diese Fragen. Tritt man nämlich innerlich einen Schritt zurück und betrachtet das aktuelle Geschehen mit Abstand, dann werden größere Zusammenhänge sichtbar oder überschaubar. Und gleich sind weitere grundsätzliche Veränderungen auf übergeordneter Ebene sichtbar. Wir beobachten nämlich eine Umwandlung von einem Gemeinwesen hier in ein Geschäftswesen. Das ist ein essentieller Punkt. Wir nehmen Sorge zur Kenntnis, dass hoheitliche Fürsorgepflichten, abgelöst werden von Dienstleistungen, die dann ausgelagert werden können, und andere Bewertungsgrundlage erhalten, nämlich monetäre. Wir sehen Privatisierung von Grundversorgungen,
auch im öffentlichen, auch von öffentlichen Räumen und jetzt auch von Freiflächen. Das Stichwort ist hier Landnahme. Landnahme findet aus unserer Sicht statt auf verschiedenen Skalen. Global, China kauft Ackerfläche in Afrika. Wir sehen das regional, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg wird aus investiven Gründen Land aufgekauft, dort wird Land aufgekauft aus investiven Gründen. Das Resultat sind Monokulturen. Und wir sehen das urban und wir sehen auch die Prozesse, die im Tempelfeld laufen in diesem Zusammenhang der Landnahme. Wir sehen weiter erkennbare Veränderungen in Rolle und Funktion von Ämtern und Behörden, die personell eingedampft werden und ihre Beratungspflicht und Fähigkeit verlieren. Wir sehen die Auslagerung von Planungsprozessen, das sind aus unserer Sicht hoheitliche Aufgaben, hin zu privaten Firmen. Und die Frage stellt sich, was bedeutet das für die Führung von Aktenthemen und Akteneinsicht, wenn man reinzoomt? Und welche Folgen hat das für die Bürgerbeteiligung? Diese ganzen Themen, diese übergeordneten Themen, sind aus unserer Sicht am Tempelhofer Feld, in den Prozessen dort abbildbar und können an diesem Beispiel sehen, diskutiert werden. Trotz laufender Volksbegehren werden die Planung fortgesetzt und damit im Bewusstsein der Bürger Fakten und in Anführungsstrichen Sachzwänge konstruiert. Es werden Planungswettbewerbe ausgelobt, dies vergeudet ungleich Geld und Ressourcen. Aus unserer Sicht ist das schlicht kein angemessener Umgang mit dem Tempelhofer Feld. Ganz zu schweigen davon, dieser Vorwurf sei an dieser Stelle erlaubt, dass wir uns fragen müssen und dürfen, warum wir es uns als Stadt Berlin nicht erlauben mögen, identitätsstiftende, einzigartige Orte, die im Gedächtnis und im Herzen von jedem der Bewohner dieser Stadt ihren festen Platz haben, zu erhalten. Es gibt unveräußerbare Güter, die nicht ohne Schaden angetastet werden können. Woher kommt denn dieser ungebändigte Gestaltungswille? Wir sind nicht gegen etwas oder gegen alles, wir sind für die Offenhaltung von allen Optionen. Wir sind für Zeit, diese zu besprechen und dann zu Ergebnissen zu kommen. Und wir sind für eine wahre Bürgerbeteiligung in diesem Prozess. Notwendig an, als Teil des demokratischen Prozesses die Ordnung unserer Städte als Bürger zu bestimmen und zu gestalten. Das hat übrigens auch etwas mit Würde zu tun. Partizipieren zu können, ist etwas pathetisch gesprochen, aber wahr, Menschenwürde. Das Tempelhofer Feld ist eine grenzenlose, schöne Spielwiese, im wahrsten Sinne des Wortes, die sich die Bürgerinnen und Bürger erobert haben, was der Herr Senator Müller nicht müde wird zu betonen. Hier organisiert sich Zivilgesellschaft und hier kommt auch eine Kategorie ins Blickfeld, die in der Diskussion nicht hinreichend gesehen wird, nämlich die der Schönheit. Schönheit gibt es physisch, aber eben auch in der Teilhabe an Gestaltung, an Planung und im demokratischen Prozess. Demokratie und Schönheit gehören zusammen und haben als Grundlage das Gespräch. Das wollen wir hier heute Abend pflegen. Fragen in Gesprächen zu formulieren und ins Gespräch zu kommen, ist was völlig anderes aus unserer Sicht als die Informationsveranstaltung des Senats vorgestern am 15.10. im Flughafengebäude. Das war ein Beispiel für das, was wir hier nicht wollen. Frontal, Experten halten Reden, Bürger den Stapel. Bürger werden zunächst informiert, gleich belehrt und sollen dann in partizipative Workshops hineinmoderiert und aufgegleist werden. Hier möchten wir Fragen sammeln und beantworten. Auch vor dem Hintergrund der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, in der Fragen und Einwände formuliert werden können und sollen. Hierfür Voraussetzungen zu schaffen, ist ein Ziel dieser Veranstaltung hier. Experten sind im Boot und Publikum. Wir haben von den Experten keine Vorträge erbeten, sondern sie eingeladen, ihre Expertise aus dem Publikum heraus einzubringen. Wir wollen drei Themenbereiche ansprechen und sehen, wie weit wir heute damit kommen. Wir werden mit Sicherheit nicht alle Fragen beantworten können. Und wir sehen dies heute Abend als eine Auftaktveranstaltung zu einer Serie von Hearings zum Thema an. Die Veranstaltung wird übrigens als Livestream ins Internet übertragen, sodass auch Leute, die hier heute physisch nicht anwesend sein können, sich informieren können und mithören können. Welche nächste Folie haben wir, bitte schön. Genau. Ich komme hier zum Schluss.
Wir haben drei Themenbereiche ausgewählt für die Diskussion heute, moderiert von Rainer Beken, der ich das Mikro gerne übergeben möchte. Frau Beken ist Architektin in Berlin und arbeitet im Rat für Stadtentwicklung mit, der sein Auge auch auf die Planung des Tempelhofer Feldes geworfen hat. An dieser Stelle schon einmal ganz herzlichen Dank, Frau Beken, dass Sie sich bereit erklärt haben und sich die Zeit genommen haben, uns heute durch dieses Gespräch zu führen. Vielen Dank.